Die Sims 4 hat mit den zahlreichen Sims 4 Erweiterungen und Gameplay-Packs viele verschiedene Welten hinzubekommen, die besonders für Baumodus-Fanatiker viel neue Baufläche mit ins Spiel bringen. In diesem Video möchte ich euer Weltenwissen testen und euch mit ein paar schwierigen Quizfragen auf die Probe stellen. Beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt aus einer meiner Lieblingswelten, aber könnt ihr auch erkennen, um was für eine Welt es sich hier genau handelt? Vielleicht habt ihr schon erraten, aber bei diesem Ausschnitt handelt es sich um Brindleton Bay aus der Hunde- und Katzenerweiterung. Für die nächste Frage habe ich mich in Photoshop gesetzt und drei verschiedene Layouts vom Stadtpark aus Willow Creek gezeichnet. Die blaue Linie ist der Fluss, der durch diese Region fließt. Die graue ist die breite Straße, an der das Parkgrundstück angrenzt. Jetzt meine Frage, welches der drei Zeichnungen stellt den echten Verlauf der Straßen und Flüsse in dieser Region dar? Vielleicht ein wenig schwer, aber langwierige Sims-Spieler sollten es vielleicht herausgefunden haben. Die dritte Version des Bildes kann man als Kartenvorlage für den Stadtpark verwenden. Und weiter geht es mit diesem Weltenausschnitt einer bestimmten Region aus Die Sims 4. Auch hier wieder, um welche Welt aus dem Spiel handelt es sich hier? Spieler, die gerne in wärmeren Regionen spielen, wissen es vielleicht schon. Das hier ist ein kleiner Ausschnitt von Sulani. Für die nächste Frage braucht ihr eventuell ein wenig Bedenkzeit, deswegen könnt ihr das Video auch kurz an dieser Stelle anhalten. Nämlich, aus wie vielen Welten können wir in Die Sims 4 eigentlich derzeit wählen und wie viele versteckte Regionen, abgesehen von den Arbeitsgrundstücken aus An die Arbeit und die Bergerkundungen in Mount Komorebi, befinden sich derzeit im Spiel? Die richtige Antwort sind 20 DLC-Welten und insgesamt 4 versteckte Regionen. Sylvan Glade und Forgotten Grotto lassen sich mit dem Basisspiel bereisen. Das Outdoor-Leben-Gameplay-Pack bringt das kleine Einsiedlerhäuschen abgelegen vom Nationalpark dazu und die An-die-Arbeit-Erweiterung liefert noch die Welt Siegsam, in der die Aliens zu Hause sind. Als nächstes müsst ihr erraten, um welche Region es sich hier handeln könnte. Was für eine Nachbarschaft aus Die Sims 4 sehen wir hier? Auch wieder ein wenig knifflig, aber hier handelt es sich um die Welt Glimmerbrook aus dem Reich der Magie Gameplay Pack. Jetzt schauen wir uns die Weltenübersicht ein wenig genauer an, auf der man bequem alle Welten aus dem Spiel erreichen kann. Wenn man über diese mit der Maus fährt, erscheint immer eine kleine Animation, die grob etwas Besonderes aus der Welt darstellt. Hierzu meine Frage, zu welcher Welt gehört diese Animation? Wer von euch hat es richtig erraten? Die Animation kommt, wenn man über das Weltensymbol von der im Jahr 2015 hinzugefügten Welt Newcrest fährt. Und als nächstes möchte ich euch diesen kleinen Weltenausschnitt zeigen, der ebenfalls zu einer Welt, einer bekannten Die Sims 4 Erweiterung gehört. Welche ist es wohl? Wenn ihr hier die Großstadt San Myshuno aus der Großstadtleben-Erweiterung erkannt habt, liegt ihr Gold richtig. Die dritte Erweiterung für Die Sims 4 hat diesen Weltenbereich hinzugefügt. Alle nur Basisspielbesitzer können diese Frage beantworten, denn wir wechseln in die Foundry Cove-Nachbarschaft in Willow Creek. Diese bietet insgesamt Platz für 5 Grundstücke, meine Frage ist aber eine andere. Was kann man in dieser Nachbarschaft nämlich nicht auffinden? Ist es eine Eisenbahnstrecke, Windräder, ein Gemeinschaftsgarten oder größere Lastkräne im Hintergrund? Ich hoffe, ihr habt es richtig erraten, denn es ist die zweite Option. Windräder sind zwar in vielen anderen Die Sims 4 Regionen vorhanden, allerdings nicht in dieser Basisspielnachbarschaft. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Ausschnitt einer Nachbarschaft für euch, dessen Ursprung ihr erraten müsst. In welche Welt musste ich wechseln, um diesen Bereich sehen zu können? Ganz genau, das hier ist das Wasser aus Brightchester, eine Welt aus der An-die-Uni-Erweiterung. Nun habe ich eine Frage für alle Baumodus-Fanatiker, die gerne riesige, prunkvolle Villen in Die Sims 4 gestalten. Für diese braucht man nämlich besonders viel Platz, von dem man auf einem 64x64 Kästchen großes Grundstück besonders viel hat. Doch mit welcher Welt wurde diese Grundstücksgröße das erste Mal hinzugefügt? Richtig, 64x64 große Grundstücke wurden erstmals mit der Zeit für Freunde-Erweiterung in Windenburg ins Spiel gebracht. Und meine letzte Frage, könnt ihr erraten, in welcher Welt ich mich hier gerade befinde?
auch ein wenig knifflig. Hier handelt es sich um Mount Komorebi aus der Ab-in-Schnee-Paradies-Erweiterung. So viele Erweiterungspacks wurden in diesem Video erwähnt, auf die ihr alle bei meinem Partner Instant Gaming bis zu 70%, also damit ordentlich sparen könnt. Aber auch wenn ihr gerade kein Geld für Packs ausgeben wollt, könnt ihr derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Hier findet ihr ebenfalls auch die letzte Folge von Sim gehört, dein Sims-Podcast mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de. Und wie viele Fragen zu den Welten in Die Sims 4 konntet ihr richtig beantworten? Was für Quizformate für Die Sims 4 wollt ihr noch gerne sehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.